Hallo Leute, willkommen bei Folge 30 von A New Beginning. Wir haben uns hier ein bisschen umgesehen in der letzten Folge und jetzt unterhalten wir uns mit unserem Sohn Duwe. Also zuerst sehen wir uns mal an und dann unterhalten wir uns mit ihm. Er versucht mich zu ignorieren. Das werden wir nicht zulassen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht bloßstellen. Wenn du Lissa suchst, sie ist im Bürolabor. Den Weg findest du ja sicherlich noch alleine. Warum war die Alke vorhin so schwach? Die Alge, die du präsentiert hast, war unter aller Sau. Ich denke, ich verdiene eine Erklärung. Du irrst dich. Die Probe stammt von einer unserer leistungsstärksten Kulturen. Das glaube ich dir nicht. Zu meinen Zeiten konnte die Alge viel mehr als das. Da redest du dir was ein. So viel stärker war die Alge früher auch nicht. Sie war aber stärker. Und sie hätte die Investoren auch ohne mein Zutun überzeugt. Wenn du meinst. Also, nochmal, was stimmt mit der Alge nicht? Mal sehen. Niemand interessiert sich dafür. Sie findet keinen Absatzmarkt, die Forschung ist schweineteuer und keiner will das mehr bezahlen. Aber wir haben doch jetzt einen potenziellen Investor. Nur solange dein Betrug nicht auffliegt. Er wird nicht auffliegen, wenn du mir verrätst, wo die richtige Alge ist. Die richtige Alge also? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich glaube, der Duwe will nicht, dass die Alge ein Erfolg wird, wenn ich das mal so interpretiere. Ich will doch nur wissen, was mit meiner Alge passiert ist. Siehst du, genau da liegt das Problem. Sie ist nicht mehr deine Alge. Dein Sohn ist jetzt für dein Lebenswerk verantwortlich. Ob das nun irgendjemandem in diesem Raum gefällt oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast hier nichts mehr verloren. Du bist immer noch wütend auf mich? Natürlich bin ich wütend. Wenn dir der Planet nicht wichtiger gewesen wäre als deine Familie, dann hätten wir vielleicht noch eine. Meta hat mir nie gesagt, dass sie krank war. Wie auch? Du warst ja nie da. Du hast das Nasenbluten nicht gesehen, als es anfing. Du hast sie nicht gehalten, wenn sie das Bewusstsein verlor. Du hast sie nicht einmal ins Krankenhaus gebracht, als es bereits zu spät war. Sie hätte mir doch nur einmal etwas sagen müssen. Hat sie aber nicht. Weil sie dachte, dass du es irgendwann vielleicht schon merken würdest. Tja, Pech gehabt. Tja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Kommunikation in der Ehe ist da schon wichtig. Da hätte die Meta doch was sagen können. Aber es ist natürlich auch wahr, man muss da natürlich auch etwas interessierter sein. Naja, es tut mir leid. Duwe, es tut mir leid. Gut zu wissen. Sonst noch was? Was macht das Leben als neuer Forschungsleiter auf der Atlas 11? Was soll es schon machen? Es kotzt mich an. Kaum zu glauben, dass ich wirklich mal so werden wollte wie du. Du trägst jetzt viel Verantwortung. Die Zukunft der Welt hängt von deiner Forschung ab. Die Zukunft der Welt ist aber nicht meine Zukunft. Ich will nicht so enden wie du, Vater. Ich will ein Leben haben, eine Familie. Stattdessen sitze ich hier fest. Hast du dein Leben so sehr? Tja, c'est la vie. So ist es nun mal. Bis später. Tja, ich würde mal sagen, der Duwe ist auch jemand, der alle Welt für sein Schicksal verantwortlich macht. Nur er selbst ist nicht schuld. Hallo, ich will da runter. Waschmaschine. Lissas alte Waschmaschine scheint sich immer noch gut zu halten. Durchsuchen. Ein paar Laborkittel und zwei Jeans. Nicht weiter von Interesse. Schleusensteuerung. Darüber lässt sich der Eingang zur Schleuse steuern. Na, das bedienen wir mal noch nicht. Das ist wohl die Schleusentür? Okay. Die Tür zur Luftschleuse lässt sich nur über das Terminal in der Ecke bedienen. Tür? Antenne. Dahinter verlaufen die Druckschläuche für die Schleuse. Selbst wenn ich den Schlüssel für die Tür hätte, bezweifle ich, dass ich dahinter etwas Nützliches finden würde. Dann Antenne. Meine alte Antenne. Marke Eigenbau. Wer hätte gedacht, dass das alte Ding noch steht? Prüfen. Sie sitzt etwas locker. Kümmert sich denn niemand darum, dass das Ding nicht auseinanderfällt? So, besser. Na schön. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was wir hier machen können.
Ja, ich würde mal sagen. Dann versuchen wir doch mal die Schleusensteuerung zu benutzen. Die Tür zur Luftschleuse lässt sich nur über das Terminal in der Ecke bedienen. Ach so, ich brauche jetzt hier praktisch noch jemanden, der mir dabei hilft. Oh. Oh. Iris-Tür. Pumpe. Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor. Und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Okay, ist ja gut. Iris-Tür. Die Tür führt zum H2-Labor. Um diese Zeit ist sie normalerweise abgeschlossen. Tja, das ist sie ja jetzt auch. Wie ich es mir dachte. Abgeschlossen. Ja, okay. Hier kann ich nichts machen, also gehe ich mal wieder rauf. Gut, gehen wir weiter rauf. Habe ich hier noch irgendwas? Schrank, den hatte ich schon durchsucht. Da. Tja, okay, dann schauen wir doch mal, wo geht's denn hier lang? Ich muss erst herausfinden, was mit der Alge passiert ist. Also, ach. Ich muss erst herausfinden, was mit der Alge passiert ist. Okay, lasst mich nicht durch hier. Den Schrank mal durchschauen, nicht, dass ich hier was übersehe. Aber der Duve ist wenig hilfsbereit. Bist du sicher, dass du hier nichts... Ein paar Laborkittel und zwei Jeans. Nicht weiter von Interesse. Kann ich mit dem Messer an der Tür was machen? Heckmeck! Schleckspecht! Schleckspecht. Halt. Na, ich will... Ach, ich kann jetzt die Schleuse hier gar nicht mehr benutzen. Tja, aber das heißt, da unten geht's irgendwie weiter. Kann ich hier irgendwas noch mit der Pumpe... Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Ja, das habe ich ja verstanden, aber ich denke mal, ich muss da irgendwie rein. Wie ich es mir dachte, abgeschlossen. Da kann man nicht drücken, oder? Ja, ich bin etwas... Irgendwas habe ich noch übersehen. Ich kann hier ja nicht raus. Muss ich da die... Die Tür zumachen, aber die kann ich ja nur von da. Die Tür zur Luftschleuse. Ja. Kann man nur in der Ecke, Terminal mit der Ecke bedienen. Aber dieses Terminal kann ich gar nicht mehr anklicken, anwählen. Muss ich was mit der Antenne machen? Oder muss ich. Ich dachte, vielleicht kann ich das werfen oder so, das Messer. Topflappen. Mit der Waschmaschine. Auf der Maschine steht, dass Duwe heute für die Wäsche verantwortlich ist. Mein Name wird dagegen nirgends erwähnt. Aha. Lissas alte Waschmaschine. Ja, nö, da muss ich nochmal rauf. Also,
Irgendwo muss doch... Kann ich mit Duwe nochmal reden? Duwe, ich... Was? Bis später. Bis später. Ich dachte, vielleicht hätte ich jetzt noch eine zusätzliche Option, wo ich ihn noch was fragen kann. Da oben kann ich nichts machen, oder? Nee, da geht nichts, da geht nichts. Ich sehe gar nichts. Statistik. Die Blaualgenwerte sind in den letzten Monaten immer weiter gesunken. Aber warum? Zeigestock, den habe ich auch nicht. Ah, Moment. Vielleicht kann ich ja... Ja. Mit dem Zeigestock hier? Nee. Also hier, dass ich hier gar nichts mehr machen kann, das wundert mich ein bisschen. Kann ich mit dem Zeigestock und der Tür? Entweder die Türen öffnen sich von selbst oder sie bleiben zu. Sie auch? Nichts als Schwachsinn. Entweder die Türen öffnen sich von selbst oder sie bleiben zu. Sie aufzubrechen ist absolut unmöglich. Ja. Ha, und dann? Gute Frage. Quatsch mit Soße. Quatsch mit Soße? Ha, Tinnef. Tinnef. Mischugge. Mischugge. Ja, Leute, mir fällt gerade nichts ein, was ich noch tun könnte. Ich suche mal ein bisschen offscreen nach und wenn ich etwas finde, dann zeige ich euch das im nächsten Part. Also, bis dann. Ciao.